Willkommen zurück zu Bauen bei Flame. Wir stehen hier immer noch in der Nähe vom Matras. Können wir den mitnehmen? Du hast dich entwickelt. Wir werden nun zumindest interessante Unterhaltungen führen. Meinst du? Einfach nur den Austausch von Erfahrungen. Von einem Überwesen zu einem anderen. Ich bin nicht sicher, ob ich dich verstehe. Du benutzt einen menschlichen Körper, so wie ich. Allerdings ist der Zustand von meinem eher schlecht. Wie weit geht deine Kontrolle? Deine Gefühle? Was hast du probiert? Hast du immer noch das Verlangen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen? Es ist eher eine Koexistenz. Vulkan will wir bald nur noch ein Echo sein. Guten Deutsch. Vielleicht ein D. Vulkan wird bald nur noch ein Echo sein. Dam-dam-da. Kreatur, geblendet durch seine menschlichen Verlangen. Es ist nur ein Tor, das ich durchbrechen muss, um frei zu sein und das Weltherz zu retten. Also willst du seine Seele komplett auslöschen? Oh yeah. Wenn es sich verweigert, ja. Ich vermute, dass das manchmal sein muss. Ich habe diese unangenehme Tat schon seit meinem 6. Körper nicht mehr vollzogen. Ich habe einen Karawanenführer gewählt, der sich als äußerst furchtbarer Wirt herausstellte. Seitdem wähle ich nur Körper von frisch Gestorbenen. Ihre früheren Besitzer sind so sehr viel pflegeleichter. Ich will keine Körper tauschen. Dieser hier muss reichen, bis die Aufgabe vollbracht ist. Na dann, und wer bist du eigentlich genau? Wer bist du genau? Ich bin Matras. Unsterblich und einzigartig. Okay, warum hängst du da nicht mit deinen Kumpeln, den Todwandlern, rum? Zuallererst habe ich keine Kumpel. Dafür bin ich etwas zu alt. Und zudem finde ich die Annahme, dass ich irgendwas mit denen zu tun hätte, äußerst unangenehm. Ich habe nichts mit diesen Toten gemacht. Ja, das wissen wir ja. Ich existiere bereits seit 6000 Jahren und bin noch immer sehr lebendig. Danke. Ich gebe zu, dass dieser Körper etwas abgenutzt aussieht. 6000 Jahre alt? Hey, du siehst nicht älter aus als 250. Schmeichler. Allerdings habe ich heute Morgen einen Zeh verloren. Unabhängig davon sind diese Todwandler nichts weiter als durch Magie reanimierte Leichen. Wobei ich ein unsterblicher Geist bin, der seinen Körper wechselt, wenn der alte abgenutzt ist. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Da hat er recht. Das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Das erlaubt dir einen Einfluss auf die Welt zu behalten. Genau. Ich gebe diesen Körpern ein zweites Leben. Das sie nicht gehabt hätten, würden sie tot bleiben. Obwohl sie heutzutage sehr wahrscheinlich wieder erweckt würden. Okay, wir müssen über dein Kampfverhalten reden. Das reicht erstmal. Wir reden später. So, jetzt ist halt die Frage, ob er mir folgt, aber ich glaube schon. Und wir gehen in der Zeit weiter Richtung Questmarkierung. Weil ich keine Ahnung habe, was wir jetzt da genau machen müssen. Ich habe das inzwischen schon wieder vergessen. Wir können auch nicht schnell rennen, weil wir immer noch zu viel tragen, weil ich keinen Händler hier in der Nähe habe. Aber naja, sowas passiert halt, ne? Wenn man jeden Scheiß ansammelt, dann trägt man irgendwann einfach zu viel. Aber nun gut. Wir kriegen das hin. Früher oder später. Wir kriegen das hin. Warte mal, ich muss mal hier gucken. Ich glaube, das ist dann der falsche Weg. Das sieht nach dem falschen Weg aus. Warte mal. Warte, 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 warte. Ich wollte hier doch nochmal gucken. Ah ne, da komme ich da eh nicht lang. Ja, dann gehen wir halt da durch. Durch eine dieser anderen Türen hier. Ihr wisst sowieso nicht, was ich meine wahrscheinlich. Aber falls doch, dann gratuliere. Ihr habt voll den Durchblick. Mehr als ich. Ich weiß ja manchmal hier nicht mal, wo ich lang gehen soll. Bist denn du für einer? Ja, das dachte ich mir. Das habe ich mir sowas von gedacht. Du jetzt ankommst hier. Au. Oh, jetzt ist er außer Sicht, weil er in der Wand rumhängt. Au. Ja, der nächste Depp, ey. Ist nicht wahr hier. Ist einfach nicht wahr. Und wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, hier tolle Heiltränke herzustellen. Wenn ich mich nicht irre.
Was natürlich ein bisschen uncool ist, ne? Aber naja, ist halt so. So. Kann ich den hier noch anhauen? Auch wenn er eine Wand ist? Leicht verbuggt ist das Spiel ja schon. Na, aber naja, passiert, ne? Da auch nochmal nehmen und dann gucke ich nochmal, ob ich jetzt hier doch nochmal einen Heiltrank herstellen kann. Natürlich nicht, da fehlt mir alles. Einfach alles. So, jetzt kann ich die Kamera auch wieder bewegen. Ging ja eben nicht aus irgendeinem Grund. Ich die bitte einmal hier rum, dann da drüben lang und so weiter und dann gehen wir da Richtung Mitte der Map. Weil da ist ja auch so ein gelbes Quest-Symbol. In der Hoffnung, dass ich halt dadurch dann irgendwie weiterkomme oder sowas. Ich habe keinen Plan. So wie immer eigentlich. Aber irgendwie werden wir hier schon rauskommen. Schön wäre jetzt halt nur, wenn ich auch schnell rennen könnte. Aber nö, heute nicht. Ah! So einer. Mensch. Ist ja nett, dass du hier bist. Hey. So, nochmal. Nein. Ja, fast. Hey. Hey. Hey, jetzt nicht alle auf einmal hier. Ah, du gehst mir auf den Sack hier, Kleiner. Und einen Heiltrank möchte ich dann haben. So, jetzt aber. Und jetzt einmal ihn hier ausrotten. Gut, das war übertrieben, gebe ich zu. Ja, mach dein Eisnebel hier. Du mich auch, ey. Du mich auch. Au. Ich will jetzt nicht verrecken hier. Genau, weg mit ihm hier. Schitte. Doppelschitte. Bam. Und weiter im Kreisrennen. Dann kann ich nämlich Leben regenerieren. Schalalalala. Hey du da, geh mal weg hier. Nochmal. Und nochmal. Okay, nur noch einer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, und wieder weg hier. Jetzt versuchen, dass ich den irgendwie mit der Feuerbälle oder sowas hier beseitige. Während er seine Eiswolken da castet. Und wieder auf Entfernung gehen. Ich mag jetzt in seinem Zustand oder in meinem Zustand jetzt nicht unbedingt nah rangehen. Bin ich irgendwie gar nicht scharf drauf. Wir können aber mal so einen Mana-Trank nehmen. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, als würde es hier einigermaßen so aufs Ende zugehen. Und das wundert mich schon so ein bisschen, ne? Ich meine, hier ist jetzt alles voll mit irgendwelchen starken Megamonstern und sowas. Und irgendwie ist noch nicht wirklich viel passiert, habe ich so das Gefühl. So im Vergleich zu anderen RPGs, sag ich mal. Au! Hey! Gleich ist er down hier. So, und nochmal. Bam, Junge. Geht doch. So, wo ist jetzt hier die Tür? Tür ist da. Na, dann wollen wir doch mal da durch. Aus dem provisorischen Lager. Will ich da tatsächlich hin? Ich glaube, wir müssten ja den Matris da irgendwie zurückbringen. Ganz sicher bin ich mir gerade aber auch nicht. Ne. Aber wir kriegen das hin. Oh ja, das kriegen wir. Ah, Mensch. So einer schon wieder. Lange nicht gesehen hier. Hey. Aber kann ich meine Sachen verkaufen? Ist gut. Sogar sehr gut. Ja, okay. Hey. Komm schon. Bisschen Feuer im Spiel hier. Warten, bis er gleich wieder am Boden liegt und dann wieder auf seine innere Kernflamme da einfach mal drauf schießen. Dann klappt das auf den Nachbarn. Warte, warte, warte. Jetzt. Bam. So, da haben wir jetzt hier auch zwei Türen.
wo dann hier irgendwer dann gefangen genommen wurde, wenn ich das richtig sehe. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie hässlich du bist? Ja, in letzter Zeit öfter. Ich wollte dir auch die Gelegenheit geben, bevor ich dir sage, mich nicht mehr anzuschauen. Gut, dich zu sehen, Vulkan. Diesmal wäre es fast um mich geschehen. Ja, nur fast. Ich wollte die Legende nicht zerstören. Bleib nicht hier. Es gibt ein Lager in der Nähe. Du musst sehr hungrig sein. Ich habe Stimmen auf dem Weg gehört. Ich glaube Elfen. Auch Gefangene. Ich sehe mal nach. Und die soll ich befreien? Hast du von uns gesehen? Ja. Eine dieser hässlichen vierbeinigen Frauen ist in der Nähe. Sie hat einige von uns erledigt. Ich konnte sie etwas beobachten. Sie scheint die Säulen um sie herum zu meiden. Das könnte hilfreich sein, wenn du sie bekämpfen willst. Und da ich dich kenne... Eine Konkubine, hm? Huh? Ja, sie wird mir nicht entkommen. Na, ich muss sie alle töten. Mehr Energie. Mach sie fertig. Oh ja, das werde ich. So, ist hier drüben einmal hin. Ich kann immer noch nicht schnell rennen. Ah. So. Gucken wir mal. Ich danke dir mein Leben, Mensch. Und mehr. Kein Problem. Das passiert vielen in letzter Zeit. Ein Stück weiter oben ist ein Lager. Ich würde dorthin gehen, solange der Weg frei ist. Danke. Aber dort sind immer noch Gefangene. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passieren wird. Kann nicht jeden retten. Sie sind frei. Im Lager triffst du sie wieder. Fantastisch. Vielen Dank. Hoffe, dich im Lager wiederzusehen. Mir schwul oder was? Oder warum hoffst du das? Gut, haben wir sogar ein paar Items bekommen. Gucken wir mal ganz kurz, ob da was Nützliches dabei ist. Und zwar haben wir nämlich hier die Elite-Soldaten-Dinger da. Hier sind doch einigermaßen okay. Und darum werden die einfach mal knallhart angezogen hier. Und dann überlege ich gerade, was haben wir denn da jetzt für eine Nebenquest, die uns da jetzt noch angezeigt wird. Ich dachte, wir hätten jetzt alles. Na, also wenn ich jetzt hier, da kann ich links und rechts wieder lang gehen. Oder ich könnte halt auch einfach zurückgehen. Aber wir gehen halt erstmal jetzt zur Hauptquest, weil ich denke jetzt nicht, dass da jetzt irgendwas Tolles, mega Tolles passiert. Och, Mädels. Warte mal ganz kurz hier so. So. Sorry, da war eine kleine Spinne drauf. Wir müssen mal gerade hier vom Mikrofon entfernen. Sonst hätte ich nicht in Ruhe spielen können. So. Jetzt du hier. Und brenne. Sehr schön. Und nochmal. Ups, das war jetzt gar nicht gewollt, aber okay. Habe ich versehentlich mein Schwert in Flammen gesetzt. Ganz versehentlich. Okay. Nein, da geht's gar nicht lang. Bin ja auch doof hier. Ich will wieder da lang gehen, wo es gar nicht lang geht. So, hier müssen wir lang. Hier sind doch alle noch tot, das ist gut. Das könnt ihr gerne bleiben. Da habe ich gar kein Problem mit. Um ehrlich zu sein. So. Hauptquest. Du hier, glaube ich. Bei den Göttern, dein Aussehen. Es ist furchterregend. Och, es das geht. Das Antlitz der Zerstörung. Du merkst schon, dass ich das mitbekomme, oder? Ich bin wirklich froh, dass du am Leben bist. Aber ich fürchte, dass deine Gefährten nicht so viel Glück hatten. Sibyl? Randval? Keiner von ihnen oder deinen Söldnerkameraden haben ein Lebenszeichen von sich gegeben. Oh. Was mich glauben lässt. Was für ein Blutbad. Ich muss nachsehen gehen, falls noch einer von ihnen am Leben ist. Auch wenn es nur eine geringe Chance gibt, solltest du nicht zögern. Leider müssen wir uns um etwas anderes kümmern. Matras hat über die Verderbnis an diesem Ort gesprochen. Eine Verderbnis, welche die Untoten noch stärker und manchmal sogar unbesiegbar macht. Weißt du einen Weg, sie zurückzutreiben oder zu vernichten? Ich habe eine Idee, ja. Die Verderbnis scheint sich nicht gleichmäßig auszubreiten. Einige Gebiete scheinen von ihr gemieden zu werden. Und ich glaube, dass sich die Todwandler dort unwohler fühlen.
Warum nur? An genau diesen Orten sind auch die Kristalle mit den unglaublichen magischen Fähigkeiten zu finden. Wenn du mir welche besorgen kannst, kann ich dir daraus einen Talisman erzeugen, mit dem du die Verderbnis zurücktreiben und so wie immer gegen die Todwandler kämpfen kannst. Und die Todwandler zurücktreiben? Ich glaube nicht, dass ein einzelner Talisman dazu in der Lage ist. Und abgesehen davon musst du vollkommen stillstehen. Aber die Idee? Wenn er so dreinschaut, versucht er nachzudenken. Lustig, oder? Hier, ich zeige dir die Gebiete mit den Kristallen auf der Karte. Yay. Verzeih, ich war in Gedanken verloren. Nimm das um die Kristalle zusammen und bring so viele wie möglich mit. Das ist eine ziemlich gute Idee. Wenn wir die Kristalle um das Lager herum verteilen, können wir die Armee der Todwandler von hier fernhalten. Natürlich brauchen wir dann mehr als für nur einen einzelnen Talisman. Ja, das krieg ich hin. Okay, ich werde sie besorgen. Gut, seine Hilfe brauche ich nicht. Ich gehe da mal. So, gucken wir mal ganz kurz. Ist Edwin denn noch hier?